Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Amnesia. Uns fehlt, glaube ich, immer noch eine Zutat, um Agrippa zu befreien. Wir könnten jetzt natürlich direkt... Naja, komm. Wir können jetzt natürlich auch direkt weitergehen. Aber ich würde ihn gerne befreien, weil ich das Gefühl habe, es wäre etwas Gutes. Die einzigen Orte, die mir einfallen, das ist einmal dieser Brunnen. Am besten gehen wir nochmal zu diesem Brunnen. Es gab ja diesen Brunnen, wo wir nicht, wo unten dieses Monster irgendwie lauert. Hier, genau der Raum. Ich habe halt echt keine Ahnung, was man da machen soll. Irgendwas müssen wir da dranhängen. Wir haben das Fleisch. Wie sollen wir das. Oder den Pilz? Nee, wahrscheinlich sollen wir den mit dem Fleisch füttern. Sollen wir da. Das kann man nicht kombinieren. Aber das Problem ist, dass wir da eh nichts dranhängen können. Kann man nichts machen. Ah, so geht das. Na dann, guten Hunger. Ja. Alter. Da ist was. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Und ich hoffe, das Monster kommt jetzt nicht mit hoch. Das wäre nicht cool. Nee, was ist denn das? Reste. Okay, wir haben jetzt die Reste. So, wenn wir davon ausgehen, dass das Teer. I know I have no right to ask anything. Ja, ich weiß. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vias Tuck before I turn. Haben wir doch. Oder haben wir sie nicht? Sagen. Aber gehen wir jetzt in den Altar oder nicht? Doch, wir gehen jetzt in den. Wir gucken einfach, was passiert. Mir fällt echt nicht ein, wo wir jetzt noch eine Zutat vergessen haben können. Alter, ganz ruhig. Hör dich nicht so auf. Warum ist es jetzt rot? Und jetzt wieder blau. Alter! Nein! Alter! Oh, fuck. Okay, offenbar war das der falsch. Wie Schlaf. Oh, scheiße, ey. Das hat mich jetzt übelst erschreckt. Was heißt denn Schlaf? What the fuck? Alter, was? Okay. Oh. Okay, offenbar sollten wir erwischt werden. Oh, Gott sei Dank. Mir wäre echt nicht eingefallen, dass wir sonst machen sollen. Aber jetzt sind wir hier in der Zelle. Nein. Haben wir noch alles an uns? Ah, die Laterne haben sie uns gelassen. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? Offenbar. It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption. How you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend.
Okay, warum kann er eigentlich mit uns telepathisch reden? Tür ist verschlossen. Ich nehme an, wir müssen hier ausbrechen. Hier scheint eine Schwachstelle zu sein. Was haben wir denn alles? Wir haben Überreste, die aus Schleim bedeckt sind. Öl. Und die Kugel. Können wir mit dem Knochen was machen? Ach, Moment. Ah. Sehr geil. Jetzt haben wir eine Eisenstange. Und das Ding, können wir das kaputt schlagen? Oder aushebeln? Können wir den Eimer raushauen? Aber was soll das bringen? Können wir... Nee. Alter. Bett hier können wir auch noch bewegen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was das bringt. Können wir da jetzt durchkriechen? Nee. Durch die Decke können wir auch nicht. Und hier ist auch nichts, da wo das Bett war. Also, irgendwas bringt auf jeden Fall die Eisenstange. Ich frage mich, ob das Bett wirklich was bringt. Die Eisenstange, was könnten wir mit der Eisenstange machen? Oder was könnten wir mit dem Eimer machen? Lärm. Da müssen wir irgendwas abwerfen. Aber was? Alter! Alter! Wo kommen die her? Sollen wir die einfach mal wegwerfen? Aber wohin? Jetzt ist er weg. Der Bereich ist noch immer nicht zugedeckt. Also ich nehme an, das hier ist der Schlüsselbereich. Aber was können wir denn schon machen? Wir haben Öl, wir haben... Können wir hier was kombinieren? Ich will hier raus. Ach, schauern. Was soll das heißen? Das ist stabile Metall und gut im Zustand. Ich hoffe nicht, dass wir dafür den Eimer gebraucht hatten. Komm schon. Komm schon. Natürlich muss man das Ding doch abkriegen. Okay, okay. Also, was kann es sein? Das Glas mit Blut ja wohl nicht. Wenn doch, dann hier mit. Stand, du musst noch etwas länger daran arbeiten.
Also sehr ich das auch hin und her ziehe. Das will nicht abkommen. Das so funktioniert das nicht. Was geht jetzt? Kann uns ja auch schlecht weiterhelfen. Kombinieren können wir hier noch nicht. Ansonsten haben wir noch Öl. Ey. Das Bett wird ja wohl nicht der Schlüssel dazu sein. Immer mehr von diesen Dingern. Oh, komm schon. Muss ich das jetzt einfach Ewigkeiten hin und her bewegen? Irgendwann muss das doch mal runterfallen, oder? Komm schon, komm raus. Komm raus. Komm schon. Komm schon. Was wir tun können. Oh. Okay, ich mach das jetzt noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, uns läuft die Zeit aus. Weil hier immer mehr von diesen komischen roten Flecken spawnen. Also irgendwie klappt das nicht. Irgendwas braucht. Oh, ich hasse das. Warum hilft uns das Bett hier nicht? Ah, ja, ist ja gut, ist ja gut. Da, die Ziegelsteine. Das können aber nicht mit der Hand entfernt werden. Aha. Was haben wir denn da? Können wir hier... Will ich hin? Ich will da hin. Wie kommen wir da hin? Sind noch mehr Ziegelsteine kaputt? Nee. Sieht doch aus, als wäre. Oh! Okay. Okay. Get away. Alles gut, alles gut. Hahaha. Hahaha. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, das sind sie. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich herauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen konnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück. Und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Ha, Öl. Irgendwo ist hier jemand. Oh, Alter! Oh, nicht schon wieder. Oh, wer ist das denn? Wer ist das? Warum bist du nackt? Warum liegst du hier auf dem Bett auf einmal?
kommst du her? Ah, ich will dich eigentlich gar nicht anfassen. Ich nehme einfach mal. Die wirst du eh nicht mehr brauchen können. Und die wirst du auch nicht brauchen können. Und dann ciao, ciao. Was haben wir hier? Laudandum? Laudanum? Wie auch immer. Ein Eimer, den wir mitnehmen können. Und noch mehr 100 Büchsen. Na komm, ich krieg dich, ich krieg dich. Ja. Schön. Und damit hätten wir, glaube ich, alle Zellen. Ah, oh, diese Fauchscharf. Ah, da ist der Eimer. Okay. Okay. Sollen wir das hochziehen? Warum nicht, gell, wenn wir schon hier sind? Moment. Ah, jetzt ist es schon oben. Wir können bestimmt den Eimer da dran setzen und mal gucken, was wir hochziehen. Hört sich wie Wasser an. Wassereimer. Ich weiß zwar jetzt nicht wofür. Aber hey, wir haben das abgeschlossen. Hm. Hier ist ein Seil. Jetzt, wo wir gedacht haben, wir sind entkommen. Wie kriegen wir denn diese Tür auf? Hier ist ein Rohr kaputt. Dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Ah, wir kippen das Wasser rein und dann schwimmt der Schlüssel nach oben. Ah, oh mein Gott. Jetzt brauchen wir den Eimer auch nicht mehr. Haben wir den Schlüssel jetzt? Wo ist denn der Schlüssel? Ach, der ist da raus. Nee, wo? Doch, da ist er doch. Rostiger Schlüssel. Yes! Yes! Wir sind ausgebrochen. Das ist gut, da wollen wir nicht. Renn! Renn. Mach das Ding weg. Oh, komm schon, mach die Tür auf. Alter. Links oder rechts, links oder rechts. Falsch. Ich höre es. Renn so schnell du kannst. Treppen. Ja, da ist eine Tür. Schau nicht nach hinten. Hauptschiff. Oh, bitte. Oh, scheiße, Mann. Oh. Okay. Oh. Okay, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Oh! Ach nee, ich weiß doch nicht, wo wir sind. Ich dachte, wir wären in dem Anfangsraum mit den vier Türen, aber sind wir ja gar nicht. Okay. Ja, was geht denn jetzt? Was ist los? Junge, nein! Es war doch nur eine Notiz, warum bist du umgefallen? Und da war noch eine Tür, durch die ich durchgehen wollte. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me.
I feel it closing in on me, and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement where Zimmermann, a dairy farmer, lives with his wife and three children. We took the coach, went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmermann down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. Oh, we should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Was war das? Oh, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da ist die Tür. Und wir werden dringend diese Folge beenden, um eine kurze Verschnaufspause zu machen.